Einen wunderschönen guten Abend, liebe Kreuzzugsbrüder. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf unserem YouTube-Kanal bei Spotify und bei Anchor. Und dieses Mal bin ich endlich nicht mehr alleine. Ich freue mich, euch mitteilen zu können. Der liebe Inquisitor ist wieder da. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du endlich wieder am Start bist. Ja, vielen Dank. Imperiale Grüße gehen natürlich an alle raus, die es hören wollen. Ich bin ja jetzt wieder da, war ja auf der anderen Seite der Welt, kann man sagen. Ich musste da ein bisschen Inquisitionsbefehle persönlich austragen. Genau. Und hat wunderbar funktioniert. Die Welt ist wieder in Ordnung. Und da konnte ich den Warpsprung doch schneller einleiten als geplant. Und schon bin ich wieder hier im Palast. Hier ist natürlich alles besser. Ich fühle mich pudelwohl und freue mich auch wieder hier, meinen Nonsens kundzutun. Ja, hervorragend. Großartige Neuigkeiten. Ich denke, das freut uns alles. Sehr schön, dass du auch wieder heil und gut wohlbehalten zurückgefunden hast. Ja, wir wollen heute nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen und was haben wir uns überlegt? Wir sprechen einfach mal zu Anfang des Jahres so ein wenig über das, was uns GW hier beschert hat, nämlich so 2, 3 neue Regelwerke. Ja, hat mich völlig überrascht. Wo ich wieder hier ankam in den Heiligen Hallen, waren diese neuen Regelwerke prompt fast schon vor Ort da und für mich aus gutem, heiterem Himmel. Ich bin fast für die Pumpe geflitzt damit. Man muss sich da jetzt erst wieder reinfuchsen. Mit welchen von diesen neuen Dingern fangen wir denn an? Wo wollen wir zuerst drüber sprechen, wovon wir keine Ahnung haben? Ja, genau. Ja, vielleicht listen wir erstmal auf oder sagen erstmal, was wir glauben, was wir wissen, was es alles Neues gibt. Vielleicht ist uns ja sogar was durch die Lappen gegangen. Ja, es ist, fangen wir an mit dem Balanced Data Slate. Der ist rausgekommen, neuer fürs erste Quartal. Dann doch dieses Arcs of Omen Grand Tournament und da war noch ein drittes, da war die Punkteanpassung, ne? Dieses Monitorum, Field Monitorum, wie heißt es? Stimmt, korrekt, Field Monitorum, ja. Ja, Punkteanpassung, also von mir aus sprechen wir sofort über das neue Arcs of Omen Chapter Approved, was wahrscheinlich mich wundert, dass überhaupt noch eins rausgekommen ist, wo die Gerüchteküche auch so brodelt, dass in einem halben Jahr oder vielleicht noch viel früher die 9. Edition schon gar nicht mehr up to date sein wird und wir uns wahrscheinlich mit der 10. dann schon rumärgern oder drüber freuen dürfen. Drüber freuen, genau. Ja, das ist ganz korrekt. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe also noch gesehen, dass es tatsächlich noch zu Beginn des Jahres noch ein paar Erratas gab, die so erschienen sind. Man hat also die Elder nochmal nachirratiert, unsere Chaos Space Marines und hier und da. Ich glaube, da sind nochmal so roundabout 10 Erratas erschienen, so ohne Ankündigung. Habe ich aber auch gar nicht reingeguckt. Ich weiß gar nicht, was da drin steht. Ja, bestimmt. Die haben überall dieses Arcs of Omen Detachment bestimmt eingeführt. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Das aber ist möglich. Ich habe es auch noch nicht reingelesen. Ist mir jetzt auch komplett neu. Ich habe das auch, höre das jetzt hier live zum ersten Mal. Ja, ich glaube aber ganz hochoffiziell, ist das Arcs of Omen, wie du ja gerade richtig sagtest, ein Grand Tournament, also eine Variante des Warhammer 40k-Spiels. Und ich glaube, dass sozusagen die normalen Erratas für das normale Regelbuchspiel gedacht sind. Und dann sozusagen das Grand Tournament, dann jetzt in diesem Falle das Arcs of Omen, dem Ganzen nochmal übergestülpt wird. Ich glaube, so ist es so ganz offiziell zu betrachten. Und deswegen vermute ich, in den Erratas wird wahrscheinlich auch wieder ganz schlimm einiges gelöscht worden sein. Und dann sucht man wieder verzweifelt irgendwelche Regeln, von denen man fest überzeugt war, dass es sie doch gab. Wahrscheinlich ist, wie es immer so ist. Ich habe jetzt mal kurz mal ins hier in die Erratas reingeklickt. Ich werde mal einfach hier das Erste, was ich sehe, ist für die Dark Angels. Was haben wir hier so stehen? Naja, ist immer dasselbe. Das verstehe ich auch nicht. Ne? Da steht dann Errata Indomitus Version 1.1. Aber mittlerweile sind doch Indomitus zig Versionen schon raus. Wahrscheinlich fürs Neue. Ja, ich blick da auch nicht durch. Man müsste wahrscheinlich auch alle abspeichern, um dann wirklich nachzuvollziehen, was da wirklich gemeint ist. Ich verstehe das, ich habe das von den Elder offen. Da ist in Magenta, sind so ein paar Fragen, sind da jetzt verändert oder Fragen sind da beantwortet. Es sind ja dann scheinbar immer imaginäre, ganz brennende Fragen einiger Hobbyisten und die werden dann da ganz komisch beantwortet. Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Ja, ob das echte Fragen sind. Also ich würde gerne so eine, das wäre doch mal was, ne? Wahrscheinlich hätte der Mann oder die ganze Etage so viel zu tun, wenn da immer, du müsstest irgendwie so direkt einen Chat aufmachen können, eine Frage schicken, das wäre super geil. Wer die Fragen da stellt, keine Ahnung, fragen sich wahrscheinlich selber. Das sind doch nur Fake-Fragen wahrscheinlich. Kann ich gar nicht vorstellen. Aber ich habe auch bei den Dark Angels was in Magenta, das scheint auch neu zu sein.
Aber ist nicht so viel. Aber steht viel halt mit Arcs of Omen drin hier, gerade bei den Dark Angels. Ach so, okay. Ja gut, dann habe ich vielleicht Unsinn erzählt. Vielleicht ist das da wirklich irgendwie... Oder was natürlich auch sein kann, es ist ja so, du hast ja bei den Dark Angels sozusagen Spezial-Detachments in dem Sinne, dass du Ravenwing und Deathwing spielen kannst. Und da musstest du ja besondere Truppen auswählen, Einheiten auswählen. Und wahrscheinlich ist diese Kombination mit dem Arcs of Omen Detachment so ein bisschen anders zu betrachten. Wahrscheinlich, also nur jetzt so meine Vermutung, ohne dass ich es gesehen habe. Aber vielleicht rührt das daher. Das könnte ja auch sein. So sieht es aus. Ja, ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf. Und deswegen sind wahrscheinlich so ein Haufen neuer Erratas rausgekommen. Das kann gut sein, ja. Das ist bei den Eldar nämlich mit den Harlequins. Das ist nämlich auch irgendwie, darf man jetzt so ein Harlequin Patrol Detachment dazu nehmen, irgendwie. Ah, okay. Ja, crazy, völlig crazy. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit Arcs of Omen. Was wissen wir darüber? Ehrlich gesagt, wie gesagt, ich habe eine gute, sehr gute Ausrede. Ich war nicht hier. Ich weiß nur, dass sich wahrscheinlich vieles wieder verändert hat. Die Sekundärmissionsziele werden sich sicherlich verändern, wieder so ein bisschen. Vielleicht, ich glaube, die größte Änderung ist ja, dass mit diesem Arcs of Omen Grand Tournament Buch auch eine komplett neue Armeeaufstellung möglich ist. Ne? Und zwar diese Arcs of Omen Armee. Also neben Patrol Detachment und Battalion Detachment kannst du jetzt wohl so ein Arcs of Omen Detachment spielen. Und das sieht ja völlig verrückt aus. Man braucht wohl nur eine HQ-Einheit. Und der Rest gliedert sich dann irgendwie auf mit drei davon, drei davon, drei davon, so wie ich das verstanden habe. 100% sicher bin ich mir nicht. Ich versuche jetzt mal eben zu suchen, ob ich hier so ein Bild finde, wo der Armeeaufbau ist. Hab ich ja, das, wenn du auf der Community-Seite den Eintrag zum Balanced Data Slate findest, dieser Meta-Watch-Artikel, dort ist auf jeden Fall das Bild von dem Arcs of Omen Detachment abgebildet. Also bei mir war es so, ich habe mir natürlich den Podcast vom René und dem Imotech angehört, die hatten da auch schon drüber gesprochen und es war auch sehr, sehr interessant und da gab es noch ein paar andere, da habe ich dann auch so reingehört und dann war es aber so, dass dann in manchen Betrachtungen dann wirklich, dann ging es um einen Armeeaufbau unter Berücksichtigung des Arcs of Omen Detachments plus dazu schon die Einbeziehung halt der Punktkosten, der Punktsenkungen bei gewissen Einheiten, um daraus jetzt noch krassere Turnierlisten zu bauen. Und da muss ich sagen, da war ich dann irgendwann einfach auch so ein bisschen abgehangen, weil wenn man dann auch schon weiß, okay, die ganzen Einheiten habe ich nicht, dann wird das ein bisschen langweiliger. Und das waren dann auch sehr komplexe Ideen und Konzepte, war wirklich gut gemacht. Aber da habe ich mir auch gedacht, boah, da kommt einiges auf uns zu. Ja, ich habe das Bild tatsächlich gerade mal aufgemacht, dieses Arcs of Omen Detachment. Es startet, also kostet 0 CPs. Dementsprechend hast du wahrscheinlich auch ganz viel CPs über, die du dann für Relikt, Warlord Trade und Co. ausgeben kannst. Startet also mit einer Pflicht HQ-Auswahl und dann kannst du halt drei Troops oder drei Elite oder drei Fast Attack, drei Heavy Supports und was ich völlig abgefahren finde, drei Lord of War reinballern. Ja, da kann ich mir schon vorstellen, wo die Reise hingeht. Ne? Wenn man dann die fetten Viecher spielen will, bist du mit dem Arcs of Omen Detachment ganz schnell dabei. Wobei dann, wenn du drei Lords of War hast, wird es schwer, so ein Spiel zu machen, ne? Mit Missionszielmarker und so. Vielleicht triggert dann da das Zweite, was ja auch neu ist im Arcs of Omen, so wie ich das gelesen und gehört habe, dass du jetzt ja auch wieder Verbündeten-Kontingente spielen kannst, ne? Oder einbringen kannst. Ja, das könnte sein, aber ich glaube, das mit dem Lord of War, ich glaube, das rührt nur daher, dass man auch die imperialen Ritter und die Chaosritter mit einbeziehen will. Weil wenn du das Lord of War rausnimmst, dann kannst du praktisch nach den Arcs of Omen Regeln nicht spielen, denn das Grand Tournament sagt also, wenn du jetzt nach dem Arcs of Omen spielen möchtest, dann darf deine Armee genau aus einem Detachment bestehen und das muss ein Arcs of Omen Detachment sein. Aha. Das heißt, wenn hier das Lord of War nicht drin wäre, dann wären sozusagen die Ritter dann aus dem Arcs of Omen ausgenommen. Ich denke, deswegen ist es so. Ja, wer weiß das schon. Aber es gibt Befehlspunkte aber für das Detachment, oder? Ich habe es jetzt nur mal kurz reingelesen. Soweit ich weiß, beginnst du wieder mit 6 CPs und bekommst dann pro Runde einen. Du musst aber auch wieder, wenn du halt Warlord Trade und ein Relikt haben willst, wieder ein CP ausgeben. Das heißt, man wird schon relativ wenige CPs haben, aber also zumindest im Vergleich zu vor zwei Grand Tournaments.
Ich bin sehr gespannt auf unser erstes Spiel damit, aber es ist ja keine Pflicht, das Detachment zu nehmen. Doch, du musst das Free Detachment nehmen. Sonst kannst du keinen Axe of Omen spielen. Nein, ich meine, wenn ich das Grand Tournament Axe of Omen spielen möchte, muss ich auch ein Axe of Omen Detachment spielen. Genau, ganz korrekt. Also wir spielen ja unsere Battleports immer nach dem aktuellen Grand Tournament. Das heißt, ab dem nächsten Battleport, den wir aufnehmen, müssen wir beide dann Axe of Omen Detachment auch spielen. Ach so, und dann fehlt Battalion und gibt's dann gar nicht mehr. Das gibt's dann gar nicht mehr. Siehst du? Gut darüber sprechen. Völlig verrückt, oder? Ja. Ja, auf den ersten Blick eigentlich einfacher. Dann braucht man sich nur einen Namen zumindest zu merken, ne? Das ist Arctic Omen Detachment. Und dann ist der Rest schon Geschichte. Find ich ja, das steht auf jeden Fall fest. Das ist einfacher. Ja, aber ich glaube nicht, dass es so bleibt. Gibt es denn noch irgendwie signifikanten Änderungen in diesem Chapter Proof, die du weißt? Ja, auf jeden Fall. Aber was ich vielleicht noch hier eben mal ansprechen wollte, weil das hatten auch andere dann aufgegriffen, innerhalb des Arcs of Omen Detachments kann man dann, also wie du sagtest, du brauchst eine AQ-Auswahl und dann kannst du noch andere Boys dazu nehmen. Aber es gibt dann noch so ein Elite-Detachment, so extra für Charakter. Also wenn du dann irgendeine Armee hast, die so richtig krasse, gemeine, fiese Charakter hat, so weiß ich nicht, so ein Super Apothekarius oder so Super Zauberer oder so, dann kannst du dir sozusagen dann nochmal so ein separates Elite-Detachment für diese Charakter-Modelle einbauen. Das finde ich auf jeden Fall auch krass. Das habe ich schon gar nicht verstanden. Also, das habe ich gar nicht verstanden. Wie meinst du das? Also ich fange an mit der HQ-Auswahl, das ist klar, und suche mir dann eine Troop Elite Fast Attack Heavy Support a Lord of War Einheit aus. Und ja, dann also kann ich mir noch was basteln. Ja, genau. Also das ist sozusagen wie Patrol und Battalion. Wir haben jetzt sozusagen das neue Arcs of Omen Detachment besteht also dann nicht mehr aus einem HQ und zwei Standardauswahlen, sondern aus einem HQ und drei ja von irgendwas aus irgendeinem Slot. Also zum Beispiel ist jetzt das neue Arcs of Omen Detachment dann hat dann ein HQ, einen Captain und zum Beispiel dreimal einen taktischen Trupp. Mhm. Oder wenn du sagst, du spielst jetzt dann Deathwing, dann spielst du dann Azrael als HQ und dreimal so einen Elite-Terminator-Trupp. Okay. Und dann ist es so, wie jetzt beim Battalion oder Patrol, schaltest du dann darunter diese weiteren Slots frei. Ach ja, klar, jetzt sehe ich es auch. Dann die, hast du nicht, noch mal, die nicht rot markiert sind jetzt hier auf dem Bild. Ja, genau, ne? Genau. Die kommen nochmal dazu und da hast du dann zum Beispiel halt die Transportfahrzeuge oder dieses Elite Character Units Only Detachment. Das finde ich auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. Ah ja, man muss auch die Bilder ganz runter scrollen. Ja, ja, genau. Ja, das ist auf der Webseite, ich sehe das auch nicht so ganz. Ja, ja, genau. Ja. Und das heißt, man, ja, ich sag mal, wir haben ja die Battalions meistens gespielt, weil das ja auch einfach irgendwie so ein bisschen sportlicher ist und weil wir auch gesagt haben, für uns ist das auch ganz gut, dass wir uns so ein bisschen dazu zwingen, die Marke einzunehmen, so ein bisschen Obsec mitzunehmen. Aber du kannst natürlich jetzt dann sagen, ich verzichte auf die Standardauswahl und nehme dafür jetzt lieber dreimal irgendwelche krassen Elite- oder Unterstützungstruppen mit. Zum Beispiel nehme ich lieber jetzt 15 Eradikatoren als 15, 15 Primaris Marines oder so. Verstehe. Ich kann aber nicht eine HQ-Auswahl nehmen, dann drei Troops. Klar, also mit einer von den vier Auswahlen schalte ich den Rest ja frei, dann kann ich ja auch genau, frei auswählen. Ja. Ah, verstehe. Ja, da hast du eigentlich im Prinzip, kannst du Feuer frei, da kannst du ja machen, was du willst eigentlich. Ne? Das scheint auch genau die Quintessenz des Ganzen zu sein. Es wird wohl jetzt wieder richtig krasse Listen geben, wo man dann sozusagen den ganzen Speck dann weglassen kann. Ne? Wenn ich das so sehe, kriege ich direkt Bock auf eine Runde Kriegsfahrt. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Was man jetzt dann als Konter dann sich überlegt hatte, man hatte ja früher sozusagen für die Standards dann, also in der sechsten war es ja noch so, da konnten die Marker ja nur von Standardauswahlen gehalten werden. Später hatte man sich dann dieses Objekt gesichert, OBSEC dann überlegt, dass sozusagen diese Einheiten dann andere Einheiten erstmal übertrumpfen und wenn beide OBSEC haben, dann brauchst du dann mehr Modelle. Jetzt ist es so, jetzt gibt es in den ganzen Missionen, in diesen Sekundärmissionen, da gibt es jetzt ja Punkte, wie wir das so kennen, diese Siegespunkte und da kannst du dann, wenn du dann irgend so eine heroische, eine heldenhafte Sekundärmission da erfüllst und das aber mit einer Standardauswahl dann zustande bringst, dann gibt es da mehr Punkte. Wahnsinn. Boah, also es ist überhaupt nicht kompliziert. Zum Glück nicht. Ja. Gut, wir werden es testen, wir werden es spielen. Also auch da kann man ja auch, wenn man kann man ja auch humane oder sportliche, freundschaftliche Listen spielen.
Sicherlich für die ganzen Hardcore-Spieler, gerade für Turniere, wird ganz bestimmt ganz krasser Stuff rauskommen. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir werden das einfach machen. Ja, ich finde das auch gut. Also ich finde es auch nicht schlecht. Im Gegenteil, ich finde das spannend. Ich finde das eine interessante Neuerung. Wir hatten ja noch in den letzten paar Spielen immer mal überlegt, ich weiß nicht, ich habe mit René auch gesprochen, da waren wir auch dann irgendwie unsicher, kostete das Vanguard oder Spear Detachment jetzt doch CPs? Sind die CPs nicht gestrichen worden? Weiß ich noch, in einem der letzten Battle Reports habe ich danach auf mein Relikt verzichtet, weil wir es gar nicht mehr nachhalten konnten, wo es jetzt her war. Und das finde ich dann schon ganz interessant, so eine Änderung mal zu sehen. Ja, deswegen, das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Und für uns im Speziellen, glaube ich, ist es cool, weil wir dann auch wirklich so ganz bekloppte Listen schreiben können, um die Modelle alle mal zu spielen, die sie für Staub angesetzt haben. Ja, das können wir ganz gut. Ja, das werden wir auch machen. Ja, gibt es denn da noch... Also ich habe ja, glaube ich, schon diese... Genau, was du angeschnitten hattest mit den Verbündeten. Das ist, würde ich sagen, das andere Herausragende, ja. Da kann man quasi jetzt auch, schätze ich mal, du machst halt dein normales Arcs of Omen Detachment und dann nimmst du halt eine Auswahl von hier unten oder geht dann auch wieder, wo sich dann auch ein zweites Arcs of Omen Detachment aufmachen, was dann ein Verbündeten Detachment ist. Oder wie geht das? Weißt du da irgendwas drüber? Ja, das finde ich also auch etwas eigenartig, denn also in der Einleitung von dem Arcs of Omen Grand Tournament steht drin, dass deine Armee sozusagen, du musst dann dieses Arcs of Omen Detachment haben, dann One and Only und dann steht dann noch dann drüber, dass du dann da sozusagen dann dir das irgendwie so bauen kannst mit den Auswahlen, die du cool findest. So, und dann gibt es aber auf der nächsten Seite dann sozusagen diese ganze Geschichte mit den Verbündeten und da steht dann kurioserweise drin, wenn du jetzt dann Arcs of Omen spielst, dann hast du also jetzt dann die Erlaubnis, ein Verbündeten-Detachment zu spielen und das ist dann natürlich ein Patrol-Detachment oder so ein Unterstützungs-Detachment. Ach so, und da muss man dann den Bild von den alten Detachments wieder einhalten. Genau, also es ist halt irgendwie ein wenig inkonsistent, ist mein Eindruck. Vielleicht habe ich auch was überlesen, das unter Vorbehalt, aber man kann jetzt nicht die Armeen wild mischen, aber du kannst dann sozusagen ein Detachment dazu spielen. Und das ist wahrscheinlich ähnlich, es gab da mal vor zig Dekaden so eine verbündeten, ich sage mal, sah so aus wie das Periodensystem der Elemente, so eine verbündeten Matrix, dass man zum Beispiel Necrons nicht mit Imperium. Es gibt wahrscheinlich dann auch Unterschiede, ne? Dass nur Imperium mit Imperium und Xenos mit Xenos oder ich kann mir nicht vorstellen, dass ich als Imperium mir ein Verbündetenkontingent World Eaters zunehmen darf. Nein, so ist das auch nicht. Ich habe mir das tatsächlich auch so vorgestellt, wie damals im Regelbuch der 6. oder 7., ich weiß gar nicht, oder vielleicht sogar in beiden. So habe ich mir das auch vorgestellt, dass es so eine Verbündeten-Matrix geben würde. Das ist tatsächlich ganz anders gelaufen. Und zwar ist es so, du hast einfach eine Auflistung, ganz konkret, welche Fraktion mit welcher Fraktion da sozusagen harmoniert oder nur die zusammenpassen, werden aufgelistet. Alles andere ist dann sozusagen im Umkehrschluss ausgeschlossen. Und ich würde sagen, für uns ist das völlig uninteressant. Wir hatten ja sowieso überlegt, wir würden so ein Verbündeten-Detachment einfach dazu spielen, egal was die Regeln sagen oder auch nicht. Und haben es ja im Endeffekt deswegen nicht gemacht, weil die Regeln ja sowieso schon so kompliziert waren. Deswegen ist das eine coole Sache mit den Battle Brothers, finde ich cool. Aber für uns ist es wirklich uninteressant und ich wage mal zu behaupten, wir werden das wahrscheinlich auch niemals spielen. Höchstens vielleicht, wenn irgendwie wieder ein Jubiläum ansteht. Genau, dann wahrscheinlich, so, ne? Ja. So aus Spaß und der Freude. Genau, aber das sind durchaus sinnvolle Sachen, weil ich etwas schade fand. Man hat also bei den Chaoten, wir waren ja beide jetzt ein bisschen auch im letzten Jahr so im Chaos-Fieber, erholen uns ja gerade davon. Aber das fand ich etwas schade. Das hat mir nämlich eigentlich auch sehr gut gefallen. Im Codex der Chaos Space Marines stand ja drin, du konntest ein Dämonen-Detachment dazu spielen. Das hätte ich schön gefunden, weil das einfach tolle Modelle sind, die ich gerne bemalen würde irgendwann mal. Und das hat man jetzt so sozusagen unterbunden, dass man gesagt hat, bei den World Eaters, da darfst du Korn-Dämonen dazu spielen. Bei den Suns die Zinsch-Dämonen, bei der Death Guard die Nurgle und jetzt darf man bei den Traitor Astartes, damit sind jetzt sozusagen die Heretik Astartes, die Chaos Space Marines sozusagen gemeint, ja, die kriegen jetzt irgendwie die Slaaneshs aufs Auge gedrückt. Also so habe ich das verstanden. Ah, okay. Ja, weil die übrig geblieben sind wahrscheinlich. Ja, aber ich hätte es ja cool gefunden, jetzt zum Beispiel die Zinsch-Dämonen finde ich optisch total cool. Die hätte ich ja gerne zu den Suns oder auch mal zu den Nightlords gespielt. Andererseits nehme ich bei den Nightlords ja immer Mal of Slaanesh. Vielleicht passt es dann doch auch wieder irgendwie doch dann gut. Dann kann man sich sicherlich was zurecht fummeln. Haben auch, vielleicht kriegen nur die einen Kodex haben. Also die Death Guard ist klar. Nurgle-Dämonen, genau so ist es auch, ja. Das passt wunderbar. World Eaters,
ja, Chaos, Korndämonen, klasse auch wunderbar, und der Rest kann vielleicht dann aussuchen. Je nachdem, was für ein Mal du den Leuten verpasst. Ja, das wäre schön, aber aktuell ist es so geschrieben, dass man dann nur die Wahl hat, Slanisch. Boah, ja, vielleicht wirst du mal irritiert ausnahmsweise. Ja, vielleicht habe ich es auch nicht korrekt gelesen. Ich habe das auch nur überflogen. Aber auf jeden Fall auch eine tolle Sache, dass das so in die Richtung geht, finde ich super cool. Wäre natürlich einfacher, wenn die Regeln nicht so schwierig wären, dann hätten wir das längst schon mal gemacht. Denn so sind wir ja meistens froh, wenn wir mit der einen Armee so einigermaßen zurechtkommen. Richtig, da musst du direkt zwei wieder gut oder halbwegs auf dem Schirm haben und dann verbaseln wir sowieso wieder irgendwas. Korrekt, genau. Hat sich denn am Scoresheet irgendwas verändert? Also sind die Punkte gleich geblieben, also für Missionsteammarker und Co.? Oder ist es auch wieder verändert worden? Also ganz am Anfang war mal 5 Punkte pro Missionsteammarker, dann 4 Punkte, weil eine Untermission dabei gekommen ist. Das ist aber gleich geblieben alles. Ne? Also was mir auf jeden Fall halt aufgefallen ist, sind die Unterscheidungen sozusagen bei diesen Sekundärpunkten, dass jetzt so die Standardauswahlen da mehr Punkte scoren können. Also es ist geblieben bei 4, 8 und 12 für die Primärpunkte. Mhm. Dafür sind jetzt sozusagen diese Missionsbeschreibungen jetzt noch komplizierter, noch länger. Und eigentlich ist die ganze Seite vollgeschrieben mit den Missionspunkten, die man jetzt machen kann. Also das ist wirklich völlig abgedreht. Bei den Primär- oder bei den Sekundärmissionen? Bei der Primärmission. Also wir haben ja sozusagen, Primärmission gab es ja, früher war ja die Primärmission sozusagen nur Marker halten. Ne? Genau. Ein Marker, zwei oder drei, je nach Mission, und dann mehr als der Gegner. Und jetzt seit, ich glaube seit Nephilim haben, oder nee, seit Nachmund schon, Octarius, keine Ahnung, es ist so viel. Wir haben ja dann sozusagen diese Sekundär-Primärmission bekommen, sozusagen. Verstehe. Du musst den Marker halten oder du schießt wen frei und so. Und diese Mission, und diese Primärmissionen, die sozusagen der Mission zugehörig sind, die auf dem Missionsdatenblatt sozusagen stehen, das ist jetzt so, dass die ganze Seite voll gekritzelt ist mit Regeln. Oh, furchtbar. Dann, und da ist ja dieses Arcs of Omen, glaube ich, gibt es nur in Englisch, ne? Fällt mir das besonders schwer, wenn ich mich da durchlesen müsste. Ey. Boah. Ja, das werden wir auch jetzt am Anfang alles immer zu zweit alles so ganz in Ruhe durchgehen müssen. Ja. Also das kannst du dir die Tage mal angucken. Also da ist wirklich die ganze Seite vollgeschrieben. Das ist so, wenn sowas bei den Secondaries ist, dann sagen wir immer, wir nehmen dann lieber Banners. Ja, vernünftig. Sehr vernünftig. Vielleicht läuft es auch darauf hinaus, dass wir das auch vielleicht ignorieren. Also da wird jetzt immer mit diesen Victory Points unterschieden, je nachdem welche Einheit und all so Sachen. Aber die Mission so vom Aufbau, da würde ich sagen, das sieht alles relativ gleich aus. Gut, ich meine, was will man da groß variieren? Ne? Ja, wahrscheinlich haben die Beschreibungen der einzelnen Missionen sich ein bisschen verändert. Wahrscheinlich auch Sekundärmissionsziele haben sich bestimmt auch ein bisschen verändert. Ja, ist auch alles neu. Aber gut, das ist dann Learning by Doing. Da muss man tatsächlich wahrscheinlich einmal den Satz zu Ende lesen, um richtig die Punkte zu scoren und vor allem dran denken. Ne? Wenn man nicht dran denkt, ich erinnere mich noch an so einen letzten Battle Report, den wir gedreht haben, wie toll ich da Psychic Interrogation mal machen wollte. So. Und nicht einmal. Naja, da machst du halt nichts. Ne? Ja, das war aber auch im wahrsten Sinne des Wortes ein Chaos Battle Report, das muss man sagen. Die Würfel waren gesegnet, ich ja, weiß nicht allerdings. Vergessen. Aber ab da ist ja dann ab dem nächsten Battleport sind wir dann ja mit Arcs of Omen und Balanced Data Slate 2023 und Field Monitorium. Völlig up to date. Insofern Battlescribe das updated, sind wir da völlig up to date, genau. Ganz genau. Ja, ich denke, über Arcs of Omen haben wir jetzt mit unserem Halbwissen genug gequatscht. Genau, halten wir fest, wir wissen eigentlich wenig. Wir wissen, es gibt ein neues Detachment, es gibt neue Missionen. Aber wir freuen uns drauf. Einfach mal was Neues. Ich finde das auf jeden Fall interessant. Genau, was Neues ist immer gut. Und dann würde ich sagen, quatschen wir noch ein bisschen sollen wir über das Field-Monitorium noch ein bisschen quatschen, mal kurz über so für die Punkte drüber gehen, was da würde ich vorschlagen, ob uns da was auffällt. Also man kann ja das Field-Monitorium dann auch kostenlos auf der GW-Community-Webseite runterladen, falls das jemanden interessiert oder falls das jemand noch nicht kennen sollte. Meistens sind wir ja die Letzten. Ne? Ja, ich habe es gerade mal geöffnet und ich freue mich, es sind ja nur 51 Seiten. Ja, hören wir mal eben. Kannst ja mal ganz kurz in der Pause einmal schön durchmarkern. Aber das ist, glaube ich, ganz übersichtlich gemacht. Also auf den ersten Blick, so wie ich das denke, sind alle Sachen, die sich verändert haben, ob gut oder schlecht, plus oder minus rot markiert. Das finde ich schon mal gut. Ne, das ja, jetzt wäre natürlich interessant, ist das jetzt günstiger oder teurer geworden? Hm.
Fangen wir mal mit dem Captain an. Der Captain kostet als nacktes Modell 85 Punkte. Hat der Thunderhammer, der steht jetzt hier plus 10. Der war wahrscheinlich früher teurer, ne? Boah, also ich hatte 10, 15 Punkte im Kopf, aber kurioserweise ist das so, dass der beim Captain auf Bike 10 kostet, beim Captain in Terminator Armor 5 und beim regulären Captain wieder 10. Also, puh. Also ich glaube, er ist günstiger geworden. Ich gehe mal davon aus. Also Hammer waren ja eine Zeit lang wirklich total super gut. Und dann wurden sie ja einfach ein bisschen teurer. Und ich würde auch davon ausgehen, dass die wahrscheinlich waren die immer 15 Punkte oder so. Wäre jetzt auch mein Tipp gewesen, 15 Punkte, gut, 5 weniger. Boah. Ja, das macht wahrscheinlich jetzt beim Captain vielleicht nicht so viel aus, aber wenn du die Masse an irgendwelchen Units hast, weiß ich, was haben wir denn hier, wo sind wir denn in der Troop-Auswahl? Vielleicht bei den Intercessors, oder was sind die, wo haben wir denn hier? Infiltrator, Intercessor Squad. Da kosten 18 Punkte pro Modell. Ich meine, die waren vorher auch 20 Punkte, es waren immer ungefähr 100 Punkte für so einen Trupp. Also. Genau, das ist jetzt ein 5er-Trupp. Da sind auch günstiger geworden dann. Wie ist das denn mit Waffen? Ist so eine Meltergun mal günstiger? Ich erinnere mich, dass es irgendwann mal ein ganz verrücktes Kuriosum um den Blaster oder die Meltergun der Dark Elder gab. Diese Waffe ist irgendwie dreimal umgeratiert worden in kürzester Zeit, was die in Punkte kostet. Das war also wirklich kurios. Ich glaube, die sind jetzt, die Waffen sind da genauso wie jetzt bei den taktischen inklusive, ne? Also alle Ausrüstungsgegenstände für die Troop-Auswahl ist, glaube ich, kostenlos. Das kann sogar sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass es zuletzt sehr viele Änderungen in dieser Richtung gab, ja. Das muss ich aber sagen, ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wo das steht. Wahrscheinlich im letzten Field-Monitorium oder so. Wahrscheinlich. Laserkanone ist auf jeden Fall günstiger. Laserkanone? Laserkanone kostet nur noch 10 jetzt. Oh. Im Devastor Squad. Oder wo schaust du? Ich bin jetzt hier gerade beim Predator. Ach so. Wenn ich die, also wenn die Ausrüstungsgegenstände bei der Troop-Auswahl alle kostenlos sind, dann ist ja vielleicht auch die Laserkanone, die ich mit dem einzelnen Space Marine ausrüsten kann, kostenlos. Möglich. Beim Devastor-Trupp steht bei Multimelter 10 Punkte. Multimelter? Der war auch 15 oder 20 sogar, keine Ahnung. Aber der war auch teurer. Scrollen wir mal runter, was haben wir denn noch? Wo sind denn die dicken Dinger hier? Was haben wir denn noch hier? Heavy Support. Was mich jetzt interessiert hätte, wäre das, ob das bei den Eradikatoren sich verändert hat, aber da die sind unangetastet, also da hat sich nichts verändert. Also man hat wirklich die Waffen oder beziehungsweise jeden Trupp sich scheinbar einzeln angeguckt und dann sich überlegt, wie macht man den besser oder schlechter, ne? Oder attraktiver oder weniger attraktiv. Ja, weil ich glaube, da Marines letzter Zeit nicht so on top waren, haben die halt auch den größten Schub bekommen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann es nicht überblicken, aber wir wissen ja, dass der Artikel das ja schon sagt, also wird dem auf jeden Fall auch so sein. Ja, und wenn du mal siehst, wie viele Seiten hier die Space Marines haben ja unheimlich viel, ne? Unheimlich viel Anpassung bekommen im Vergleich zu anderen Fraktionen zum Beispiel. Ja, auch bei den Dark Angels, die Akkus alle billiger geworden. Deswegen Apothekarius 90 Punkte. Ja. 9 Seiten Space Marines? Na gut, Grey Knights zieh, also 8 Seiten Space Marines, Grey Knight eine Seite, Sororitas eine Seite, nee, 2 Seiten. Space Wolves, auch alles Mögliche durch die Bank weg billiger geworden, ne? Ja, vielleicht Space Wolves, genau. Auch die Energie. So, Charakter sind auch günstiger geworden, ne? Verrückt. So holt das. Custodes ist eine halbe Seite nur. Ja gut, die haben nicht so viele Einheiten. Ne? Ja. Das sind ja trotzdem alle Einheiten aufgelistet wahrscheinlich. Aber auch nicht so viel Rot. Die meisten sind wohl geblieben. Ja, das müsste man jetzt mal im Einzelnen nachrecherchieren. Würde, glaube ich, jetzt hier bei 51 Seiten unseren kleinen Radius absolut sprengen, ne? Ja, da müsste man, ich meine, da gibt es ja auch so Excel-Dokumente, wo dann Leute das alles eintragen und die dann genau schauen, was ist dann, wie viele Punkte effektiv oder prozentual dann teurer, günstiger geworden. Ich denke, das können wir auch schnell abhaken, denn wir verwenden Battlescribe und alles, was Battlescribe nicht weiß, davon werden wir nie erfahren. So ist es. Da sind wir ahnungslos im Wald.
Dann lass uns doch das direkt schließen, das Thema, und noch schnell den Balanced Data Sled ein bisschen bequatschen. Den kann man ja ebenfalls auf der Seite runterladen. Ne? Ja. Genau, den Balanced Data Sled, da sehen wir jetzt, dass der jetzt sozusagen, das müsste jetzt der 4, 5, der 6. sein. Ich meine, der Balanced Data Sled ist erstmalig erschienen im 4. Quartal 2021 und hatte damals schon wirklich für Furore gesorgt. Da wurden damals die Ork-Buggies hier, die wurden so dick genervt, dass du nur noch 3 haben konntest und diese Sachen. Da fing das eigentlich so an. Und jetzt sehen wir halt, dass das Schlimmste ist eingetreten, von dem wir sprachen, es ist ganz viel gelöscht worden. Aus dem Balanced Data Sled meinst du, gelöscht? Ja. Ja, das ist auch, sollten die eigentlich irgendwie besser markieren, ne? Oder zumindest den Balanced Data Sled so aktualisieren, dass auch das Neue Magenta ist oder das, ich weiß auch nicht, ist manchmal, wenn da was fehlt, kann man schlecht nachvollziehen. Finde ich auch. Also ich finde, das ist eigentlich das Allerschlimmste, wenn wir am Spieltisch stehen und sind der Meinung, die Regel wäre so. Und dann denkt man sich, ja, das gucke ich eben schnell nach, und dann guckst du in den Kodex, da ist es nicht. Also dann steht es bestimmt im Errata, da steht es auch nicht. Ja, vielleicht steht es im Regelbuch im Errata, ja, da steht es auch nicht. Ha, wo könnte es denn noch sein? Und dann guckt man in den Balanced Data Sled und dann findet manchmal irgendwas. Also ich sag mal, das Herausragendste können wir ja direkt mal vorwegnehmen, Armor of Contempt ist weg. Ja, das finde ich ganz, ganz hervorragend. Ich glaube, die meisten finden das auch super. Wir haben uns von vornherein immer darüber, nicht aufgeregt, aber ein bisschen echauffiert, dass die Regel völlig unsinnig war. Wusstest das auch schon vorher, ne? Ja, ich habe irgendwo was gehört, mit einem halben Ohr habe ich das mitbekommen. Aber woher? Und manchmal kriegt man ja gefährliches Halbwissen mit und das behält man erstmal für sich. Aber die Gerüchte haben sich dann immer weiter verschärft. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass die Armor of Contempt weg ist. Darüber haben wir bei vielen Spielen uns ausgelassen, mal mehr, mal weniger. Unterm Strich finde ich das sehr gut, dass die Einheiten, das Space Marines sind jetzt wieder gut durch die ganzen Punkteanpassungen, brauchen die eigentlich kein Armor of Contempt mehr. Was aber gut ist, dass jetzt Einheiten oder Armeen, die eh nur -1 machen, die früher darunter gelitten haben, dass die Space Marines Armor of Contempt hatten, jetzt wieder ein bisschen besser sind. Also ich sagte eben schon das Beispiel, die kleinen Spalter von den Orks oder die Gauss Blaster von den Necrons macht jetzt wieder -1 und -1 ist -1 und das ist schon bedeutend schwieriger zu safen, finde ich. Das ist schon meistens nur noch auf die 4 und da hast du völlig recht, ja. Genau. Wir können ja den Balanced Data Set auch mal grob von oben nach unten durchklabüsern. Als allererstes steht jetzt hier Aircraft, also Flugzeuge, die spielen wir sowieso so gut wie gar nicht. Nee. Und ich habe das Gefühl, viele spielen auch keine Flugzeuge. Also ich habe in wenigen Battle Reports... Kannst du ja auch nicht mehr. Der Regelschreiber, der aktuelle, der hasst ja Flugzeuge. Ja. Deswegen, die haben ja auch das Flieger-Detachment gelöscht. Du kannst ja auch nur noch 2 Flugzeuge spielen. Und da weißt ja meistens selber, du brauchst immer mindestens 3, die dann irgendwie so den Punch nach vorne bringen. Und ich denke mal, das kommt in der nächsten Edition wieder. Da wird man dann das Rad neu erfinden und dann sind Flieger auf einmal wieder total super. Ich kann mich daran erinnern, wo die Flieger überhaupt das erste Mal rauskamen. 5. Edition, eine großartige 4. Edition, wie die doch angepriesen wurden, ne? Wie das Spielfeld auch aufgeräumt wurde. Und jetzt, wie du schon sagtest, anscheinend mag man da irgendwo keine Flieger. Und die werden echt sehr, sehr vernachlässigt. Deswegen können wir, glaube ich, auch das Aircraft hier komplett ignorieren. Die wenigsten spielen Flieger. Gibt es denn eigentlich Armeen, wo Konzepte gut sind mit Flieger? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Also was ja wirklich gut war, waren ja diese Elder-Flieger oder die Dark-Elder-Flieger, die waren ja wirklich sehr gut immer. Die waren aber auch teilweise dann übertrieben gut. Ne? Überleg mal den einen Exarchen, den ich da hatte. Der traf auf 2, konnte die Einsen wiederholen, +1 to wound, Stärke 8, die ist -4, W6 und noch ein Pulser. Also ich habe schon Verständnis, dass viele das dann auch uncool finden. Das sehe ich dann schon. Oder erinnere dich an dieses Vulture Gunship, ne? 40 Schuss mit so einem schweren Bolter. Das war auch irgendwie ein bisschen eigenartig. Ja gut, das sind wahrscheinlich dann Ausnahmen. Aber meine Erfahrung ist eher, dass auch Flieger, wenn sie mal auf dem Spielfeld sind und die ihren Punch oder ihren Soll gemacht haben, danach auch sehr schnell weggeschossen werden. Wenn sie nicht Was dann irgendwie aber an den Regeln liegt. Ne? Ja gut, das stimmt. Wenn sie nicht durch irgendeinen Special Move wieder rausfliegen können, dann nochmal als Reserve zurückkommen. Gab es ja auch mal so eine Aktion. Eine große Änderung finde ich auch indirekt feuernde Waffen. Das haben sie jetzt wieder geändert. Vorher war es ja auch schon so, dass die
dass die, also die normalen Einheiten, die geschossen haben, mit indirekten Waffen minus 1 BF bekommen haben. Mhm. Außer die Imperial Armee, die hat es irgendwie, die waren so gut im Artillerieschießen, dass die das nicht geschafft haben. Also die haben ihr BF behalten. Jetzt haben die das aber auch verloren. Und zusätzlich, was ja meiner Meinung nach fast indirekt feuernde Waffen obsolet macht, ist, dass die beschossene Einheit noch plus 1 auf ja, den Saving Throw bekommt. Ja? Damit brauchst du ja fast mit, gerade zum Beispiel der Imperialen Armee mit dem Basilisken und Co. gar nicht mehr großartig schießen. Dann triffst du nur auf die 5 und der Beschossene kriegt noch, wenn er in Deckung steht, nochmal plus 1 auf seinen Rüstungswurf. Da gebe ich dir recht, das ist auf jeden Fall so und das ist natürlich für deine Stahllegion noch echt traurig. Aber da muss ich sagen, erinnere dich mal an die 8. Edition, als wir noch für Asbellica geübt und trainiert haben und du dreimal den Whirlwind oder Wirbelwind Scorpius hattest. Ja. Und du mit einer Runde einfach mal alle Standards weggeschossen hast. Also ich denke, das ist noch so ein Überbleibsel der letzten Edition. Also ich sag mal, diese dreimal Salvenfeuer, Donnerfeuer, Salvenkanone so rum. Und die ganzen Whirlwinds, das war schon wirklich krass. Ne? Ja, da gebe ich dir recht. Generell finde ich ja indirekt feuernde Waffen ja, ein bisschen bekloppt. Von dem realistischen Aspekt her ist es okay, dass die schlechter treffen oder ungenauer schießen. Stimmt, ja. Ne? Aber gut, wir spielen hier ein Fantasiespiel und ein Fantasy-Spiel und da wäre die Schablonenwaffe eigentlich wieder geil. Ne? Da hast du den Zufallsfaktor mit dem Abweichungswürfel und dann wäre der BF ja eigentlich egal, wenn du auch immer den Zufall hast, ob die jetzt genau trifft oder nicht. Das war auch eine ganz tolle Zeit mit den Schablonen. Kann ich nur nicht oft genug sagen. Da gebe ich dir recht. Ich würde mir das auch wünschen, aber ich bin auch froh, dass das nicht so ist, denn ich glaube, nicht alle Spieler harmonieren am Tisch so gut wie wir beide. Denn es ist ja so, bei den Schablonenwaffen, da war es ja schon ein bisschen kurios. Da musstest du ja den inneren, dieses innere Loch, diese innere Aussparung, die musste irgendwo über der Base platziert werden. Mhm. Nicht mittig, sondern einfach so, dass die Base da, also dass sich der Kreis völlig innerhalb einer Base oder über einer Base dann befand. Und dann galt ja jede Base, die vom äußeren Rand dieser Schablone tangiert wurde, als mitgetroffen. Und ich habe da, und dann war es ja noch mit dem Abweichungswürfel, dann musste man ja erst den Punkt festlegen und dann irgendwohin abweichen. Und ich weiß halt noch, dass das oft zu Problemen führte, weil der natürlich getroffen oder geschossen hatte, ne, der Attacker, der wollte natürlich immer möglichst viele unter der Schablone haben und der andere nicht. Und ich glaube, so aus Sportmännlichkeit ist es gar nicht schlecht, dass es das nicht mehr gibt, weil ich glaube, dass das oft zu Streitereien führen kann. Da gebe ich dir auch recht, ja klar. Aber trotzdem finde ich das ein cooles Gimmick im Spiel gewesen und da muss man halt mal im Zweifelfall immer fünfe gerade sein lassen. Ne? Ich glaube, man müsste einfach nur an so ein paar Sachen eingreifen. Zum Beispiel, wir messen ja immer die Angriffsreichweiten vorher, weil das ja auch so ein Streitpunkt ist. Ich finde, man müsste einfach ins Regelbuch schreiben, du misst jetzt erst deine Angriffsreichweite und dann würfelst du, weil dann hast du auch keine Diskussion. Und beim indirekten Feuer müsste man das dann einfach auch machen, dass man sagt, dann der eine Spieler entscheidet das und dann ist das eben so. So nach dem Motto, ne, der eine teilt auf und der andere wählt dann die Portion, dann teilt der andere automatisch fair auf. Ja gut, das ist natürlich... Ja, wenn der andere aber unbedingt gewinnen will, ne, wenn er so ein Typ ist, ist schwer. Ich fand es aber trotzdem ganz, ganz interessant und hat immer oft für lustige Situationen gesorgt, wenn da 2W6 Abweichungswürfe waren und du hast in der Nähe von den eigenen Einheiten geschossen und die ganze Artillerie in deine eigene Einheit geschossen hat, ja, dann war das eben so, ne? Dann hast du Pech. Da gab es witzige Situationen, vor allem mit so Vindikatoren, die so richtig DS hatten, wo dann die Einheit auch direkt weg war, ne? Richtig, richtig. Das war schon eine gute Sache. Ja, wer weiß. Vielleicht kommt er. Nee, ich glaube nicht, dass er wiederkommt, glaube ich nicht. Die Bodyguard-Regel hat sich, glaube ich, auch geändert. Tatsache. Okay. Ja. Bin da jetzt nicht ganz drin, aber ich glaube, dass du jetzt nicht mehr unbedingt 3 Figuren, glaube ich, brauchst. Irgendwie hat sich da was geändert. Und jetzt sind die Schlüsselwörter auch wichtiger als vorher. Ich glaube, wenn du das Keyword Bodyguard hast in deiner in deiner Einheit, die den Charakter schützen soll, dann brauchst du, glaube ich, nicht mehr unbedingt 3 oder mehr Figuren.
Boah, das kann sein. Ich bin da ganz raus. Ich habe das, glaube ich, auch in dieser Edition, ich glaube, nur mal gespielt, als ich mal die Ehrengarde von Maneus Kalgar spielen wollte. Ich habe sonst gar keine Bodyguards, glaube ich. Wüsste ich gar nicht. Ich habe auch nicht. Mir fallen nur bei den Tau die Bodyguards ein, die Crisis-Bodyguards-Anzüge. Und weiß ich nicht, ob irgendwo anders. Also ich habe, glaube ich, sonst keine Armee mit Bodyguard-Regel. Mir würde auch sonst nur die Vetrix Guard einfallen von den Ultramarines. Und, ja, genau, die meine ich, ja. Vielleicht gibt es da noch irgendwas anderes. Man soll auf seinen Charakter aufpassen und wenn man nicht tut, hat man eh Pech gehabt. Das auf jeden Fall. Ich glaube, so manche Veteranen haben das. Aber ist jetzt nur Hörensagen. Ja. Scrollen wir mal runter zu den einzelnen Armeen. Sprechen wir ja mal ganz kurz, ob da irgendwas großartig. Also, lass uns mal direkt über Space Marine sprechen. Ich glaube, da ist auch der größte Eingriff gemacht worden. Ist denn, da ist jetzt nichts in Magenta, ist denn jetzt trotzdem alles neu? Ganz viel neu, ja. Also okay. Die zwei größten oder die beiden größten Einschnitte, die ich da sofort gesehen habe, sind einmal, du brauchst jetzt nicht mehr, also du kannst zum Beispiel jetzt ab der ersten Runde in der Devastos-Doktrin bleiben, die wechselt nicht mehr automatisch. Ne? Ach so, cool. Du startest immer mit der Devastor-Doktrin und kannst dann in der nächsten Command-Phase entscheiden, möchtest du in der Devastor-Doktrin bleiben, ne, oder möchtest du in die taktische Doktrin. Und dann kannst du wahrscheinlich auch dann in der taktischen bleiben. Du kannst aber nicht von der Devastor-Doktrin direkt in die Assault-Doktrin. Ich weiß, wahrscheinlich gibt es bei dem Deathwatch oder was, die kann das, glaube ich. Kannst nicht. Du denn dann auch einfach in der Devastor-Doktrin bleiben? Ja, bis zum ganzen Ende vom Spiel. Och, ja, das ist ja nett. Ja. Da freuen sich die Eradikatoren. Ja, nicht nur die, ne? Alles, was mit DS schießt und die ersten Sachen, die ich schon gehört habe, dass jetzt Iron Hands zum Beispiel wieder voll abgefeiert werden. Das war mir persönlich gar nicht bewusst. Und zwar, das ist auch so ein Ding, weil es im Battlescribe anscheinend nie drinsteht, deswegen haben wir das nie gespielt. Und Iron Hands haben nämlich noch so eine kleine Fähigkeit, die heißt Calculated Fury. Habe ich noch nie von gehört. Habe ich tatsächlich heute erst nachgeschlagen. Und die, solange die nämlich in der Devastor-Doktrin sind, so steht es im Kodex drin, solange die in der Devastor-Doktrin sind, dürfen sie sich mit schweren Waffen bewegen, also Infanterie mit schweren Waffen bewegen und bekommen keinen Abzug. Und obendrauf gibt es noch, wenn die, also egal wer, ob Infanterie, die komplette Armee, so wie ich das verstehe, wenn die in der Devastor-Doktrin ist, darf alles, was mit schweren Waffen schießt, Treffer von 1 wiederholen. Sehr gut. Ja, und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir ganz viele nächste Battle Reports mit Iron Hands sehen. Oder wahrscheinlich auch auf Turnieren viele Iron Hands Spieler wieder sind. Dazu kommt noch Flash is Weak, ne? Das 6er Feel No Pain, das bleibt ja sowieso. Und dass die Fahrzeuge immer im höchsten Bracket gelten, also immer im nächsthöchsten, also doppelte Anzahl an Lebenspunkte habe, weißt du, wenn die beschossen werden, das ist ja auch noch so eine Sache. Okay, das ist wirklich krass. Das ist richtig krass, ja. Da kann man sicherlich auch mega Konzepte spielen. Vor allem, weil du dann ja sozusagen jetzt mit dem Arcs of Omen Detachments gar nicht mehr diese Billo-Standardauswahlen brauchst. Du nimmst einfach direkt dreimal Hellblaster und die sind dann die ganze Zeit mit DS-5 unterwegs oder so. Boah. Ganz genau, ganz genau. Und die marschieren nach vorne, ohne, also wenn du jetzt Iron Hand spielst, marschieren nach vorne, ohne einen Abzug noch zu bekommen. Ja, ich hätte die Regeln nicht besser schreiben können. Und das Ganze ist natürlich noch nicht genug für Space Marines. Jetzt, so wie ich das verstehe, kannst du auch mit der Troop-Auswahl, ne? Also mit taktischen oder mit Intercessor, also Troop-Auswahl, einfach auf dem Marker vorbeilaufen. Du musst nur mit einer Zehenspitze drüber gelaufen sein, dann ist das deiner und kannst dich danach weiter bewegen und du hältst ihn so lange, bis ein gegnerisches Modell auf dem Marker ist. Das klingt nach einer total fairen Regel. Aber ja. Nur für Troops oder für alle Space Marines? Ich meine nur für Troops. Ah, okay. Boah, das ist aber bei Infiltratern auch richtig biestig, ne? Ja. Tja, das ist ja, Infiltrator werden wahrscheinlich jetzt auch oft zu sehen sein. Da stellst du ja am Anfang des Spiels überall schön hin, wupp, 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 wupp. Ja, und kannst sie danach noch weiter schön bewegen. Mal lecker Schmecker. Und du kannst auch schön ausscreen, 12 Zoll. Kann da irgendwo hinkommen. Ja, das ist ja das Angenehme. Ja, cool. Ja. Ja, muss.
Das sind so viele Sachen, die mir halt eingefallen sind, sofort, wo ich das hier gelesen habe. Und ja, alle anderen Sachen, das sind ja ein paar Sachen. Wie gesagt, jetzt ist es schwer zu sehen, wo was neu ist, wo was alt ist, wo was zugekommen ist. Aber viele Sachen sind, glaube ich, gleich geblieben. Aber die Space Marines haben halt einen schönen Buff bekommen. Aber das ist ja eigenartig, dass das jetzt nicht in Magenta gefärbt ist. Ja. Es fehlt auch irgendwie so diese Einleitungsseite, die erklärt, hier Magenta ist neu oder so. Oder vielleicht ist es jetzt einfach so wegen neuem Jahr, dass man sagt, komm, wir machen den einfach komplett neu. Ja, es ist davon auszugehen, dass wir jetzt danach spielen, so wie es drin steht. Ne? Alles, was davor war, können wir komplett ignorieren, behaupte ich mal. Genau, Problem ist ja nur, wenn man jetzt so eine Regel im Kopf hat und nicht mehr weiß, ist das jetzt eine Regel aus dem Regelbuch oder aus meinem Codex oder aus irgendeiner Erweiterung oder aus einem alten Banner-Starter Slate. Das wird ja dann etwas undurchsichtig. Ja, mein Gott, dann legen wir uns halt zum Regelbuch, zum Codex, dann legen wir noch Arcs of Omen dazu und dann legen wir uns noch den ausgedruckten Balanced Data Slate dazu. Daneben legen wir dann unsere Armeelisten und dann wird das schon funktionieren. Ja, wenn ich mit der Renovierung durch bin, dann bringe ich den Tapeziertisch mit, den stellen wir dann schön daneben. Wieso machen wir das? Und dann legen wir da alles aus. Ja, schön. Ja, geil. Nee, ich würde aber auch sagen, wir können da gar nicht so jetzt was zu sagen. Das müsste man sich im Sinn und Verstand durchlesen. Space Marines hast du jetzt natürlich den Durchblick, aber ich muss sagen, bei meinen Fraktionen, die ich jetzt sagen wir mal exklusiv spiele, könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, was da anders ist. Ja, ist dir noch irgendwas Bahnbrechendes aufgefallen bei den Fraktionen, die du so präferiert spielst? Tatsächlich habe ich mich meistens, also wie du eben ja auch schon gesagt hast, wir sind jetzt fast dem Chaos total verfallen, habe ich mich für nichts anderes interessiert, außer loyalen Space Marines, damit auch der Segen wieder hier reinkommt. Und deswegen habe ich auch, weil die Zeit auch viel zu knapp war, habe ich auch nur mich ein bisschen minimalistisch da hier gerade eingelesen in die Space Marines. Und ja, zu anderen Sachen, ich glaube, der Asgard hat auch noch bisschen was bekommen. Wenn Necrons wurde auch ein bisschen was geändert, aber alles nicht so signifikant, dass die nicht mehr irgendwie so spielen sind. Also ich glaube, bei den meisten Sachen, die meisten Plus haben die Space Marines bekommen. Ein großes Minus für die, das habe ich auch schon gelesen und gehört, ein großes Minus für die Harlekine zum Beispiel, gut, betrifft uns jetzt nicht. Die haben komplett den Rettungswurf, wurde wohl genervt. Die hatten ja komplett eine 4er Rettungswurf gehabt und der soll wohl zu einem 5er geworden sein. Das ist natürlich auch hart für die armen Harlekin-Spieler. Ja, ich glaube, dass ja, auf der einen Seite so. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt noch, die Harlekins haben ja sozusagen ihre Eigenständigkeit so ein bisschen verloren mit dem neuen Elder-Kodex. Die sind ja sozusagen jetzt nur noch so eine Subfraktion der Elder. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt noch so richtig Mono-Harlekin spielen kann. Aber ich sage auch ganz ehrlich, das tut mir jetzt auch gar nicht leid. Also Harlekins sind wirklich mit die unfairste Armee, die es überhaupt gibt. Und da tun seit 4 Jahren alle Leute in Nottingham so, oh, das habe ich noch nie gehört. Deswegen, ich denke, das kann nur gut sein. Also eine Einheit mit 5 Modellen, die in der ersten Runde irgendwie 30, 40 Zoll nach vorne fliegen, mit 5 Melter-Pistolen schießen, irgendwie als einzige im Fahrzeug Wiederholungswürfe benutzen dürfen, mit einem 4er-Retter im Fahrzeug und noch ein Nöcher durch Gelände. Ich denke, das können wir alle verschmerzen. Ja, ich habe da auch kein Problem mit. Also auf jeden Fall wird es spannend. Die nächsten Spiele werden, glaube ich, richtig cool. Frischer Wind ist reingekommen in das Spiel. Ja, aber wahrscheinlich haben wir uns alle dran gewöhnt und spielen das locker flockig runter. Und dann kommt der große Knall. Und dann ist alles wieder auf Wirr gesetzt. Und dann kommt nicht nur ein neues Dataslate, nicht nur ein neues Grand Tournament, da kommt direkt ein komplett neues Regelwerk und da müssen wir uns mal richtig reinlesen, damit das kommt, schätze ich mal. Da gehe ich auch von aus. Ich denke auch, wir werden es so handhaben, wir werden vor jedem Spiel mit den Fraktionen dann immer einmal in Dataslate einmal so einen Blick reinwerfen, gucken, ob das jetzt unsere Einheiten betrifft und dann ist das im Prinzip auch abgehandelt. Und bei allem anderen gebe ich dir auch recht, wir wissen, die neunte Edition, die läuft ab. So richtig volle Pulle jetzt mit den Regeln werde ich auch nicht mehr machen. Nö. Also, das wird sich eh bald, denke ich mal, alles in Wohlgefallen auflösen. Ne? Wir lassen uns den Kopf frei für die 10. und dann können wir richtig Gas geben. Genau, so machen wir das.
Ja, ich würde sagen, es ist eine fortgeschrittene Zeit. Wir haben alles kurz angerissen. Nichts wirklich bequatscht, weil wir von nichts eine richtige Ahnung haben. Aber trotzdem haben wir ein bisschen über was gequatscht. Ich zum Beispiel wurde durch dich gut aufgeklärt mit diesen Arcs of Omen Detachment. Ganz hervorragend. Da werde ich jetzt mich nochmal dran setzen, ein bisschen gucken, ein bisschen Missionsziele mal schauen, dass ich da ein bisschen reinkomme. Bei Battlescribe schreibe ich ja ganz gerne immer Listen und gucke, wie es so aussieht. Das werde ich jetzt gleich noch machen. Und ich denke, dann sind wir fast schon durch für heute. Ne? Ja, ich würde auch sagen. Ja, wunderbar. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Wenn euch das hier gefallen hat, was wir mit unserem gefährlichen Halbwissen fabriziert haben, lasst uns gerne einen Daumen da, schenkt uns ein Like, abonniert die Glocke. Und natürlich, wenn ihr wollt, sehen und hören wir uns natürlich auch beim nächsten Battle Report wieder und verbleiben mit einem Heiter weiter!